Herzlich willkommen zur zweiten Mai-Sendung bei Gemeinde TV. Und jetzt gibt es wieder etwas Neues, und zwar, wir senden alle 14 Tagen die wichtigsten Geschehnisse aus unseren Gemeinden hier aus dem Studio aus. Genau, wir schauen, was ist los im Bezirk Melk und im Bezirk Scheibs und suchen uns dann so ein paar interessante Geschichten heraus, und die wollen wir jetzt präsentieren. Ja, und in Scheibs gab es einen Führungswechsel, und zwar bei dem großen Konzern ZKW. Oliver Schubert hatte den Konzern seit 2016, also rund 6 Jahre geleitet. Unter seiner Herrschaft sozusagen, der ZKW Group, wurde erstmals die 10.000er Mitarbeitergrenze weltweit überschritten. Interessant auch, 3.300 Mitarbeiter davon arbeiten in Wieselburg. Ja, die Automotivbranche ist sicher eine schwierige derzeit, dennoch wünschen wir seinem Nachfolger, wieder einem Deutschen, der Herr Wilhelm Steger als Manager, alles Gute. Ganz genau. Und allen, die so in ein bisschen höheren Positionen sind, die vielleicht was zu sagen oder auch zu organisieren haben, da gibt es eine ganz gute Idee aus Losdorf, also aus dem Bezirk Melk. Die haben vor kurzem einen Tag der Losdorfer gefeiert. Das heißt, die Gemeinde hat alle Losdorfer auf die Schallerburg eingeladen, nach so einer langen Corona-Pause endlich wieder mal raus zu können und da einen schönen Tag mit Führungen, Musik und so weiter zu verbringen. Und die Gemeinde hat jetzt jedem Losdorfer und jeder Losdorferin auch eine Saisonkarte für die Schallerburg geschenkt, damit man nach der langen Corona-Pause wieder was unternehmen kann. Ist doch nett. Ein schönes Geschenk eigentlich. Die Skisaison ist da schon ein bisschen vorbei. Dennoch denken noch viele im Bezirk Scheibs an den Ötscher. Denn da gab es ja einige Ereignisse im letzten Jahr. Und so kann man bei der Taskforce, bei einem Infotag der Taskforce, der Ötscher ruft, dieser Frage, wie soll es mit dem Ötscher weitergehen, einen Schritt näher. Rund 100 Interessenten nahmen an dieser Veranstaltung in Lackenhof teil, und die Sieger des Ideenwettbewerbs wurden ausgezeichnet. Und auf der anderen Seite wurden die Baustellen von Lackenhof aufgezeigt. Das sind zu wenig Besucher leider, Personalmangel, Beschneiungsanlagen, die Hotel-, die Bettenanzahl, die Unterkünfte. Jedenfalls eines wollen die Verantwortlichen machen, und zwar eine offene Kommunikation mit der Bevölkerung. Gute Nachrichten gibt es aus Pöchlern. Jetzt für die heißen Tage, das Stadtbad Pöchlern hat wieder aufgesperrt, und die haben ein ziemlich umfangreiches Programm. Warst du schon mal in Pöchlern im Stadtbad? Nein. Gut, ich sag's dir, du wirst wahrscheinlich mit deiner Familie bald dorthin fahren. Die haben ein Sportbecken, ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungbecken, ein Kinderbecken, einen 3-Meter-Turm für dich als mutige Person, einen 1-Meter-Turm für mich als weniger mutige Person, eine 50 Meter lange Rutsche für unsere Kameramänner, die ja sehr gerne da bei der Action dabei sind, Stockerl zum Springen, ein Buffet, also man kann durchaus einen schönen Tag im Stadtbad Pöchlern verbringen. Und für alle, die es nicht so nass haben wollen, die können nach Lunz fahren, denn dort gibt es jetzt neu ein Powerplatzerl für alle Generationen, die gerne sich bewegen. Bei der Öffnung zu Besuch war auch der zweifache Staatsmeister Moritz Purer. Er zeigte, was man so mit einer Slackline alles machen kann, und die Slackline ist nur ein Sportgerät von vielen auf diesem Powerplatzerl in Lunz am See. Ich habe noch was aus Ruprechtshofen auch mitgebracht, also ebenfalls Bezirk Melk, und zwar, weil ich direkt gegenüber davon wohne, da bei dem Eislaufplatz. Er ist eine riesengroße Baustelle, über 5000 Quadratmeter groß, und die gibt es jetzt auch schon eigentlich sehr lange, hoffentlich nicht mehr allzu lange. Hier entsteht ein riesengroßes Sportareal, und das nennt sich Planlos Sport und Chill OG. Über 15 verschiedene Sportarten soll man hier dann ausprobieren können, als Einzelperson, als Familie, als Team einfach anmelden und vorbeischauen, und am 1. Juli soll das Ganze dann eröffnet werden. Und dann noch eine zweite Geschichte, ebenfalls aus Ruprechtshofen, zählt zu einem unserer größten Feste, ja, und ist wirklich, wirklich super. Das Pfingstfest von 4. bis 6. Juni wird organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Ruprechtshofen. Und der Reinerlös ist für eine neue Feuerwehrausrüstung gedacht. Es ist hier Musik dabei, es ist Frühschoppen dabei, und am Pfingstmontag gibt es dann einen riesengroßen Kirtag, also auch für die ganze Familie, für jede Altersgruppe, kann hier gefeiert werden. Also endlich wieder Feuerwehrfeste. Wir sind jedenfalls nicht planlos bei unseren nächsten Beiträgen aus den Bezirken Melk und Scheibs. Diese gibt es wie immer am Kabel-TV von Gamsjäger oder einzeln unter www.gemeindetv.at. Viel Spaß beim Ansehen!